Vor der Wahl wollen wir Ihnen aber noch einige Positionen der Parteien zu wichtigen Themen präsentieren. Eines ist der Ratsvorsitz Österreichs in der Europäischen Union. Und schon jetzt ist klar, dass dann die Brexit-Verhandlungen in der entscheidenden Phase sein werden. Und als Vorsitzland kann man die Agenda der Union maßgeblich bestimmen. Darum geht es heute in unserer Serie zur Wahl. Die Europäische Union wird heuer laut jüngster Eurobarometer-Umfrage von den Österreichern wieder positiver als im Jahr der großen Flüchtlingskrise gesehen. Knapp 3 von 4 Österreichern sehen die EU-Mitgliedschaft positiv oder neutral. Allerdings erwarten sich auch über 70% mehr von der EU bei den Themen Terrorismusbekämpfung, Arbeitslosigkeit und Grenzschutz. Im Rahmen der Ratspräsidentschaft 2018 kann Österreich eigene Akzente setzen. Wir wissen, dass wir die großen Probleme nur mit mehr Europa besser lösen können. Das betrifft die Sicherheitspolitik, das betrifft auch die Frage der Migration und betrifft natürlich die Wirtschaftspolitik. Die EU muss sozialer werden. Die EU ist nicht nur ein Bündnis, von dem die Märkte profitieren dürfen. Mit Ulrike Lunacek kandidiert die Vizepräsidentin des EU-Parlaments für die Grünen. Wo wollen wir die Europäische Union stärken? Dass die Konzerne dort ihre Steuern zahlen, wo sie auch die Gewinne machen und nicht in den Steueroasen, aber auch im sozialen Bereich. Die Neos hoffen der Brexit-Krise zum Trotz auf mehr als weniger Europa. Natürlich braucht man schrittweise den Aufbau einer europäischen Armee. Ein einheitliches Wahlrecht bei den Europawahlen. Wir sollten auch den Kommissionspräsidenten direkt wählen. Schauen, dass wir Richtung einer europäischen Regierung kommen. Wir wollen langfristig Richtung einer europäischen Republik. ÖVP-Chef Sebastian Kurz befürwortet eine EU, die stärker ist in den großen Fragen wie Außengrenzschutz, Sicherheitspolitik oder Währungspolitik, die sich aber zurücknimmt in Fragen, wo Nationalstaaten besser entscheiden können. FPÖ-Chef Strache will ein föderales Europa der Vaterländer und verlangt eine Volksabstimmung über CETA. Die EU braucht Reformen im Sinne der Subsidiarität. Es gäbe Fehlentwicklungen, wo eigene Gesetze gebrochen wurden, etwa beim Außengrenzschutz oder der Schuldenunion.